Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zu Corona TV am 9. September. Es ist bald 10 vor 8 Uhr am Abend. Ja, man hat heute können lesen, dass Zertifikatspflicht für das Parlamentarier nicht gilt. Und es ist schon interessant. Es gibt ja das Bundeshausrestaurant. Und das hat man ja letztes Jahr, wo unser Restaurant zugegangen ist, hat man kurzerhand in eine Kantine umgewandelt. Und wo die Restaurants dann schlussendlich wieder aufgegangen sind, hat man sie anscheinend jetzt wieder von der Kantine ins Restaurant umgewandelt. Und wiederum braucht es für das Restaurant kein Zertifikat. Das hat natürlich grossen Unmut in der Bevölkerung natürlich ausgelöst, oder? Und es würde mich jetzt nicht wundern, wenn die so eine Frechheit noch besitzen, dass sie dann ihr Restaurant wieder in eine Kantine umwandeln würden, oder? Weil dann entfällt das ja dann eigentlich auch, oder? Aber das ganze Theater mit der Zertifikat, ich meine, da wird wirklich quasi uns eingetrichtert oder eigentlich für dumm verkauft, dass die Geimpften quasi die Besten sind, oder? Die Heroes, wenn man so schön auf Englisch will sagen, oder? Dabei sind die genau gleich, können die noch an Corona erkranken. Und wenn der Berset, das habe ich glaube gestern gesagt, noch dazu sagt, dass quasi die Geimpften jetzt noch von den Ungeimpften angesteckt werden, da frage ich mich, ja, da frage ich mich, ja, was hat denn das die Impferei überhaupt gebracht? Oder? Also bringt es ja eigentlich gar nichts, oder? Ja, also es ist wirklich ein Desaster und es ist sagenhaft. Und dann habe ich jetzt auch wieder gelesen, dass das Bündnerland will quasi die Zertifikatspflicht für Läden und ÖV ausweiten. Da bin ich ja gespannt, weil es hat immer geheißen, dass alles, was im grünen Bereich innen ist, nicht ein Zertifikat braucht, oder? Und das ist unter anderem für die Läden. Und der Staat bzw. die Läden ist die Grundversorgung von der Bevölkerung und darf nicht irgendwie tangiert werden. Oder? Und wie schon mal schon 100 Mal gesagt oder schon 1000 Mal gesagt, solange wir eine Maskenpflicht haben, da werden wir nie daraus rauskommen. Die sehen das nicht ein. Ich meine, Texas hat im März alles aufgehoben in die Normalität. Sie haben zwar wieder ein paar Ansteigungen gehabt, aber wenn man das zurückrechnet auf unsere Bevölkerung, sind die immer noch im sehr guten grünen Bereich. Aber ja, die sehen das nicht. Eben, wenn man sieht, zum Beispiel Dänemark, Schweden, Holland, wo jetzt in die Normalität zurückgekehrt sind, oder? Und was machen wir? Wir wursteln weiter. Dann, meine Mutter hatte vor einiger Zeit hat sie einen Bluttest machen lassen. Und zwar kann man anhand vom Blut kann man erkennen, ob der Körper fähig ist, genug Antikörper zu produzieren, um allfällige äußere Einwirkungen standhalten. Und es gibt so eine Skala. Also schlecht ist zum Beispiel ein Wert von 0,69. Und dann gibt es den hohen Wert, 4 und irgendetwas, ich weiß es jetzt gerade auswendig. Und meine Mutter für ihr hohes Alter ist fast bei 3. Und das ist natürlich sensationell, dank dem sie sich gesund ernähren und gut ernähren, oder? Dass sie so ein gutes Immunsystem haben, mit das über 70. Und da bin ich wirklich stolz auf. Und ich denke, das wird bei mir genau das Gleiche sein. Und daher haben wir keinen Grund dazu, dass wir uns impfen lassen. Und vor allem das Dramatische noch, der Test, der Bluttest, der so genau ist, genauer als alles andere, der wird nicht akzeptiert. Und der gilt nicht als Zertifikat. Es ist wirklich sagenhaft. Und dann noch etwas anderes. Ich bin ein riesiger Akte-X-Film. Und die Serie ist in den 90er Jahren bis Anfang 2000 ist die ja gelaufen. Und damals hat man gesagt, ja, das ist Science Fiction, das ist alles wirklich, das gibt's nicht, das kann nicht passieren. Utopie
hat man damals gesagt. Und ich habe jetzt alle Staffeln durchgeschaut, sogar bis zum die letzte Folge von der letzten Staffel 11. Und es ist schon bemerkenswert, dass der Chris Carter, der Produzent von dieser Akte X-Serie, vor 4 Jahren das thematisiert hat, dass quasi ein Virus freigesetzt wird, zu einer Pandemie quasi ausweitet und dass man quasi sich impfen lässt, beziehungsweise die Bevölkerung wird dazu gezwungen, geimpft werden mit Cybertechnologie. Und mittlerweile hat man sogar im Japan, im Impfstoff, hat man genau das nämlich gefunden, was Akte X nämlich vor bald 30 Jahren thematisiert hat, und zwar Magnetit. Magnetit ist nicht irgendwie ein Fantasiename von der Akte X, sondern das gibt es tatsächlich. Das ist flüssiges Metall, das in der Medizin eingesetzt wird. Und wenn man das alles ein bisschen durchliest, dann könnte man grundsätzlich mit Ultraschallwellen und dem Magnetit, das im Körper ist, kann man eigentlich die Leute so manipulieren, dass sie quasi ja, wie so Soldaten funktionieren. Wie die Supersoldaten, die im Akte X thematisiert wird. Und ich würde das durchaus zutrauen, dass die Pharmaindustrie Frechheit haben, um so etwas zu machen. Damit der Staat quasi jeden Einzelnen kann kontrollieren, herrschen über die Menschheit, oder? Das kann man heute alles mit dieser Technologie, ist das alles möglich. Ich weiss, viele sagen wahrscheinlich, ich spinne, das ist Science Fiction. Das hat man von damals genau das Gleiche gesagt, als die Serie gekommen ist. Und wenn man die Serie, eben die letzte Folge von der Staffel 11, gesehen hat, dann geht einem der Kinnladen runter. Weil genau das erleben wir jetzt, was der Chris Carter vor eben 3-4 Jahre mit der letzten Folge thematisiert hat. Wirklich. Es ist wahnsinnig. Es ist wirklich so, da kommt einem wirklich gerade eine Gänsehaut, oder? So, Leute, ich wünsche euch ganz einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.